Boah, Elefanten! Yo, was geht ab? Hier, ich hab Süßkartoffeln. Wollen die nicht? Der hat wieder von vorne angefangen. Hey! Was? Hä? Was? Nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Hä, was? Oh nein, hä? Was? Ach nö, Digga. Ah, warte mal, ich kann hier in den Käfig setzen, ne? Oh nein! Ach Gott, nee! Ach shit. Wie viele Bücherregale brauche ich? Man weiß es nicht. Ich muss erstmal den ganzen Krempel hier wegsortieren. Wir haben schon 27 Emeralds gefunden. Das ist doch mal was. Wie ich hier lagern soll, sage ich jedes. Hier Kartoffeln, Tomatenseeds. Ne, warte mal. So. Hier sind die Name Tags, Leder, der Sattel, das Duck-Ei, das normale Ei. Genau, dann haben wir noch ein Alchemisten-Table. So. Hä? Ah. Alchemisten-Table haben wir gefunden. Da haben wir noch ein verzaubertes Buch. Dann haben wir noch das Ding hier. Ist auch wild. Kokosnüsse. Dann haben wir die Treasure Map, die ich einfach nicht verstanden habe oder keine Ahnung. Die war halt einfach Bruch. Ich glaube, 19 Bücher reichen doch, oder? 19 Bücherregale. Müssen das nicht immer nur... Muss das nicht so gebaut werden? Ah, nee. Einer mehr, ne? So. Und dann... Ups. Und dann so, ne? Oh, nee, das war falsch. Hier unten muss ja... Das muss auf einer Höhe, glaube ich, sein, ne? Ich weiß gar nicht genau. So. Und dann. So. Keine Ahnung mehr. Schon übel lange her. Hat er gerade eine Witch einen Trank geworfen? Achso, da oben. Das müsste reichen. So. Und dann müssen wir noch Lapis Lazuli mitnehmen. Zack. Und dann. So müsste es, glaube ich, gehen.
Und dann kann man... Okay, kaputt. Ach so, weil, weil es schon verzaubert ist. So, jetzt habe ich hier Efficiency 4. Okay, das geht schon mal. Das heißt, ich muss ein Buch mehr, nehmen. Ich habe die Bücher mit dabei. Warte mal, ich gehe erstmal schlafen. Ah ne, oder doch nicht. Oder doch. So, was haben wir hier? Sharpness 3. Uff. Sharpness 3. Sharpness 3. Verzaubert man Sharpness? Für Schwert, ne? Schwert ist, glaube ich, Sharpness 5, ne, Max? Oh, Reroll? Das kostet aber Level. Kann ich ja besser gucken, was ich auf mein Schwert direkt bekomme. Soul Reaper. Kann man da nicht besser... Warte mal, war das nicht so, dass man dann hingegangen ist und immer auf Stufe 1 verzaubert hat? Silk Touch. Oh, nice. Silk Touch. Aber ich finde es voll geil, dass die Bücher so eine andere Optik bekommen. Das ist cool. Und kann ich mir jetzt hier XP-Punkte rausnehmen? Hä? Jetzt habe ich die alle da eingelagert. Scheiße, wie kriege ich die da wieder raus? Ah, oh nö, Digga, jetzt habe ich Level verloren. Och nö. Rechtsklick ist reinlegen, Shift-Rechtsklick ist rausnehmen. Tyron, dankeschön für 75 Monate, dankeschön. Und danke für die ganzen Follows übrigens, herzlich willkommen. Ja gut, was soll ich sagen, ne? War jetzt natürlich ein Schuss in den Ofen. Scheißdreck. Übrigens, wisst ihr, wo wir den Waystone hinsetzen? Den setzen wir schön auf unsere kleine Island, auf unsere kleine knackige Island, wo wir dann Sommerurlaub machen, und zwar hier. Da werden wir gleich nochmal ganz kurz hier hinfahren und uns einen Waystone hinplatzieren. Weil ich euch will, es hat sich richtig gelohnt. Wir haben Silk Touch aber. Silk Touch ist geil. Silk Touch brauchen wir. Können wir nämlich das nächste Mal die Bücherregale abbauen, ohne dass sie kaputt gehen, Kappa. So. Okay, erstmal mit dem Lava-Eimer, den tun wir erstmal aus der Hand. Das wird nämlich sonst kritisch. Man kennt es. Genau, das brauchen wir noch. Gibt es so ein Disenchantment-Table? Charting Table, wo man die XP wieder irgendwie rausziehen kann oder umschiften kann oder sowas. Das gab es doch bei anderen Modpacks auch. Das wäre doch eigentlich total nice. Such mal Schleifstein. Wie heißt denn der? Hier. Grindstone. Ist denn Grindstone? Kann man das da machen? Kann man da verzaubern? Geht das da? Ich glaube, das geht da, ne? Glaube ich zumindest.
glaube ich, ey, das ist einfach immer noch Winter. Es ist so dreckig. Das heißt, also diese Teleportsteine, die geben uns auf jeden Fall richtig viele Möglichkeiten, ne? Und durch die Teleportsteine können wir auch einfach voll weit weg eine Mobfarm bauen, uns dann dahin teleportieren und tschüss. Traust du dir eine Mobfarm zu? Klar, ich bin doch Minecraft-Profi. Falsche Insel. Die ist es. Das ist die Insel. Guckt sie euch an, das ist doch immer richtig geil, oder? Das ist unsere Urlaubsinsel jetzt. Ab sofort. Urlaub. Nee. Das Ding nicht zu Hause. So. Guck, richtig geil. Mega. Okay, Freunde. Das war's dann aber für heute erstmal mit Minecraft.